Willkommen zu Stereo Seasons, a Wonderful Life. Heute ein etwas kürzerer Part, vielleicht eine Stunde oder so. Ich habe es nicht früher geschafft und leider muss ich auch schon wieder in einer knappen Stunde ins Bett. Also ja, deswegen fix aufnehmen und dann Schlafenszeit. Jo, mal gucken, ob wir heute was Gutes ausbuddeln können. Wo ist er? Da ist er. Ja, legen wir los, lassen wir buddeln. Uns fehlen immer noch einige Schätze. Eine archäologische Ausgrabungsstätte. So, mal schauen, was wir kriegen. Ist auch echt nicht einfach, neuen Stuff oder Erlebnisse hier einzubauen in dem Let's Play, da ja quasi wir hier ständig nur noch am Farmen für Geld sind, um dann die letzten Sachen zu kaufen, die Van uns anzubieten hat. Ja, dann geht es ja auch ins fünfte Jahr, wenn wir diese Jahreszeit rum haben. Das ist ja dann das vorletzte Jahr. Und ich befürchte, dass unsere Haare nächstes Jahr sehr viel grauer sein werden und wir weitaus mehr Fältchen im Gesicht tragen. Aber wir haben ja noch gesamt 8 Tage dieses Jahres, um das eine oder andere noch zu erleben. Obwohl erleben ist auch das falsche Wort. Nee, wir haben ja noch Jahre vor uns, 2 Stück. Das fünfte oder sechste und dann abspannen. Und allzu viel habe ich ja nicht mehr zu erledigen. Also wir haben ja dann nur noch 2, 3 Leutchen auf der Liste, die wir noch betüddeln müssen, darunter halt Kater, die mal Fischis schenken können. Ah, 4 Platten haben wir ja festgestellt, fehlen uns noch. Davon sind 2 nur von Erwachsenen, also ich glaube im nächsten oder übernächsten Jahr. Ich weiß ja nicht, wann Kenshi als ausgewachsen zählt. Und Hook, der uns ja auch erst als Erwachsener die Platte gibt. Oh, ein Bronze. Bronzong. Bronze war ja so ein Schild.
14 Uhr. Könnte was Goldenes sein. Ist was Goldenes. Gold, Gold, Gold. In meine Tasche, in meine Tasche. Das finde ich fresh. Fossil. Seelstragier. Und ich werde es nicht schaffen, alles umzugraben. Was zum Teufel? Kater? Habt ihr das gesehen? Das waren 20 Minuten über der Zeit. Das hatte ich ja noch nie. Normalerweise Punkt 17 Uhr ist für Schicht im Schacht. Takakura hat im Wohnzimmer eine Nachricht hinterlassen. Vielleicht willst du sie dir mal ansehen. Ja, schauen wir mal, was drin steht. Ja, wahrscheinlich, dass unser Bulle gekommen ist. Ich habe dein neues Tier vorbeigebracht. Du findest es im Stall, Takakura. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Zeus. Wenn mir hier will jemand Hallo sagen. Na los, beeil dich. Schnell, hopp, hopp. Du hast schon einen Namen? Du musst ja einen Namen ausdenken. Ach, es ist übrigens ein Junge. Nee, nicht dein Ernst. Such dir was Schönes aus.
Es ist ein Junge. Wie? Ich kann den Namen nicht verwenden. Gut. Gut, gefällt mir. Schön, dich kennenzulernen. Schön, dich lernen zu kennen. Echt jetzt? Wir haben. Habe ich das jetzt richtig gesehen? Wir haben einen männlichen. Shit, verkaufen kann ich den noch nicht, oder? Warte mal, 12.500? Also er würde genauso viel bringen. Kann ich den schon verkaufen? Gold wird bald verkauft werden. So ist schon gute Laune zu haben. So, Abis wird ja auch bald erwachsen sein, dann wird sie uns auch Milch geben. Aber so wie es aussieht, können wir, wenn Zeus groß ist, den verkaufen. Wir verkaufen jetzt erstmal Gott, holen uns dann ein Kalb. Oh, Sommer bis Herbst, das kann weg. Braune, braune. Sternmilch kann rein, normale. Fruchtetes Ei. Ich habe ja eigentlich mit einem Weibchen gerechnet. Thank you.
Ach, irgendwie ist diese Kaffeemusik so melancholisch, traurig, irgendwie so down. Ich brauche gutes Futter. Goldenes Ei, da sind wir dabei, das ist prima, prima, ein goldenes Ei. Ja. Hey Mama, Eier können Salmonellen drin sein, also sollte man sie am besten gründlich kochen, bevor man sie isst. Ah, ich wüsste gern, wie hoch meine Kuh ist. Scheinbar zu hoch, mein Junge. So. Oh, was ist jetzt los? Ach, wieder mal die Wundersuche? Nix hier. Nix da. Null nix überall. Ah, ich war mir sicher, dass wir hier was finden. Ich auch. Ach, wie doof. Nee, das ist wunderbar. Nee. Nee. Schade. Wir müssen woanders suchen. Das ist ein klarer Fall. Wir suchen überall. Ah, da kommt der, da kommt der, hier. So, wie sieht's aus? Okay, Takakur, Matthew, Nami, Wak. Also 90 sollten das auf jeden Fall schon sein. Garrett nicht, aber. Charlie. Kater. Ja, Kater. Das sehe ich neue Quests am Brett. Komisch. Wurzelgemüse, beliebig, Rang A plus, Sternmilch. Oh, cool. Kennt jemand das Gericht? Oden, okay. Der Sebastian will Oden haben. Oden und Wurzelgemüse. So,
hochwertige Steckrübe. Frischen Geschmack. Okay. Süßkartoffel. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass eine Süßkartoffel ein Wurzelgemüse ist. Ansonsten würden sicherlich auch noch Kartoffeln gehen. Und dann noch ein Oden. Oden. Wird sich loden. Oden hier. Nehmen wir eine Speckröhre, eine Kartoffel und eine Regenbogenfrelle. Schlafen. Oh, ich glaube, ich habe vergessen, die Kühe reinzuläuten. Hat die auch gemolken? Morgen, Mädchen. Der frühe Vogel fängt den Wurm, nicht wahr? Mal gucken, ob er das jetzt wirklich mitnimmt zum Verkaufen. Du trennst dich also von Gott, In Ordnung. Also, ich gehe dann mal. Dann ist... Kann es losgehen, Gott? Ja, gerade erst auf die Welt gekommen und schon wieder... Tschüss. So, dann kann ich mal direkt bestellen den Marmorstier. Zehntausend ist ja nix. So. Sehr schön. Dum, dum.
super, der Baum hier vorne ist jetzt auch schon A-Qualität. Das ist gut. Gut, gut, gut. Es gibt viel Lot. Und unsere Kakis können wieder geerntet werden. Und die Datteln. Halt! Dritter Winter, das heißt, heute ist wieder Wellentag. So, Butter, Butter. Braune Milch, ja. Wollte gerade gucken, nee, dass ich aus Versehen Sternmilch verwuschte. Den machen wir heute Morgen goldenen Ziegenkäse. Nein, du bist Sternmilch, du wirst nicht verwurstet. Ich bin ja schön doof, ne? Van kommt doch heute. So, dann gehe ich aber mal hoch. Hey, Doktor. War doch. Ja. Romana und Sebastian, also beides in der Villa abgeben. Ah, ich bin wegen des Auftrags hier. Eine Süßkartoffel, S-Rang. Ah, das ist genau, was ich nach nicht gesucht hatte. Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast, aber du hast meinen Dank. Ich habe natürlich eine Belohnung für deine Mühen. Bitte nimm dies. Sternemilch, verkaufe ich doch gerne. Sebastian. Bin wegen deines Auftrags hier, bitte schön, Oden, einmal liefern. Belmers Lieferservice. Oh, ich stehe in deiner Schuld, gnädige Frau. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, dass ich nie finden würde, was ich suche. Ach ja, ich habe auch eine Belohnung für Sie. Ich hoffe, sie sagt Ihnen zu. Sollte ich noch etwas benötigen, werde ich Sie in Bälde informieren.
Oh, ne? Wer noch ein Ei kredenzen? Hereinspaziert, ich habe geöffnet. Ja, kommt und inspiziert meine Waren in aller Ruhe. Ich habe alles, was ihr braucht. Ja, ich habe auch alles, was du brauchst. So, verkaufen, 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 verkaufen. Verkaufen, 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 verkaufen. Verkaufen. Das war noch nicht mal das Teuerste. Noch mehr verkaufen. Warte mal kurz, das Eiche noch mal zurück. Ja, ich möchte was kaufen. Okay, wir haben noch den Teddy und den Wellenschläger. Den Teddy kann ich mir natürlich nicht leisten, aber den Wellenschläger holen wir uns mal. Ich dachte, ich hätte noch mehr, was ich da kaufen wollte, aber scheinbar. Hier, Nami, was zu essen? So. Wir haben ja Saatgut bekommen. Und wenn ich mich recht entsinne, sind Kartoffeln doch im Winter auch noch, ne? Ja, Winter bis Frühling. Wow, 76 Wunder!
Immer sortieren, bitte, danke. Hier auch nochmal sortieren. Du, 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 du. Herbst bis Winter. Winter ist ja schon fortgeschritten. Frühling, Sommer. Bis Herbst. Frühling, Frühling. Sommer. Sommer bis Herbst. Frühling. Sommer. Herbst. Sommer, Frühling, Herbst, Frühling, Herbst, Frühling, Sommer, Herbst, Frühling, Sommer bis Herbst, Sommer bis Herbst, Frühling bis Sommer, nur im Herbst, im Sommer. Ach, guck mal, wir haben ja noch ein paar Dingen zu verkaufen. Dann verkaufen wir die da noch. Nicht, dass es uns was bringt, aber dann ist es aus dem Inventar und kann uns Lohn bringen. Und dann würde ich noch ein bisschen angeln. Vielleicht kriegen wir noch ein paar teure Fische. Oh, wobei, Blümchen pflücken kann ich auch noch. Ah, ich muss mal gucken. Wir haben ja jetzt den dritten Winter. Vielleicht ist ja unsere Hochlevelblume die zwei Stück nachgewachsen. Yep, ist sie. Und raus mit der Angel. Ich überlege gerade, der wird erst morgen uns den Stier bringen, ne? Den Marmorstier. Kalb. Ich denke, ich werde auch Ahlung verkaufen.
Aber das eilt ja noch nie. Wichtig ist erstmal, die Einträge für die anderen zwei Bullen zu kriegen. Und dann geht's an die Ziegenzucht. Weil wir da ja auch noch ein Ziegenböcklein für den Eintrag brauchen. Ein Hummer, ein fetter Hummer. Noch ein Hummer, ein Hümmerchen. Jetzt wird uns sicher gleich Van sagen, dass er seinen Shop schließt. Noch ein Hümmerchen. Ja, das wäre alles für heute, meine lieben Kunden. Tut mir leid, euer Chef schließt jetzt. Mann, ist hier viel los. Ich zähle 1, 2, 3, 4. Wieso springt die Kamera immer rum? Verstehe ich nicht. 1, 2, 3, 4, 5, da hinten 6, 7. Ist ja fast der ganze Dorf. Matthew. Du doch nicht. So,
Sternenmilch. Ach ja, ich wollte noch die andere Blume einsammeln. Habe ich schon alles gefüllt? Warum kann ich meine Augen kaum offen halten? Oh, noch 2 Tage bis zum Sternlichtfest. Seltensalat. Ein Salat besteht aus Tomaten, Melonaten und einigen seltenen Pflanzen. Habe ich den schon gemacht? Magen. Nee, nur einmal bitte. So, Salat. Das Banane, Kartoffelbrei, Krebs, Tomakao-Salat, ich glaube, den hatte ich schon mal. Tomamello-Salat hatte ich schon. Kopfsalat. Fisch und Gemüse werden zu einem Eiweißreis. Eiersalat. Saugutes, eingelegtes. Ah, das kommt aus 2 seltenen Gemüse. Obstsalat, Scharlachroter Salat, Steckbeerensalat. Melotoffelsalat, eingelegtes Gemüse, Melonensalat, das hätte ich schon. So Suppen gibt es da, was ich noch nicht hatte. Meerespo, Bahnsuppe, Erdsuppe. Fischeintopf, so gute Suppe. Das hatte ich schon. Eintopf hatte ich schon. Seltener Eintopf hatte ich noch nicht. Vorspeisen. Kaki-Tempura. Ah ja, der Pilz ist weiter unten. Super Sashimi.
Traumkuchen, Erdbeerkuchen, Melonenkuchen, Himmelkuchen, Gemüsepfanne hatte ich auch schon. Nahrhaftes Gemüse habe ich schon gemacht. Bohnenpaste habe ich, glaube ich, auch schon gemacht. Nudelpfanne hatte ich schon. Desserts. Eiscreme. Hatte ich. Ja. Süßkartoffeln? Was? Süß, super Süßkartoffeln, okay. Dafür braucht man dann diese anderen Kartoffeln. Karottenkuchen, Gemüse, Erdbeertorte, Steckbeerenkuchen, Gemüsesaft, gebackene Süße, Pfirsichtart hatten wir auch schon. Smoothie-Herdkartoffeln hatte ich schon, Fruchtshake, Süßkartoffeltart hatte ich, Smoothie hatte ich, süßen Smoothie. Ja, süßen Smoothie hatte ich auch schon. Fruchtsaft, ja. Knusprige Tart. So, die haben wir gerade gemacht. Saure Smoothie. Leckeres Saft hatte ich. Obstpunsch hatte ich. Süß für den Nachmittag. Ah. Oh. Okay. Gesunder Saft. Urlaubspunsch. Urlaubspunsch, tanzendes Dessert, das hatte ich auf jeden Fall schon gemacht. Luxussaft hatte ich auch schon gemacht. Den Urlaubspunsch hatte ich jetzt neu. Haben wir noch was Neues an Gerichten? Gebackene Karako. Scharfes Curry. Ja, ein scharfes Curry machen wir mal. Einmal scharfes Curry. So, scharfes Curry haben wir. Gemüsebowl. Ah, die habe ich, glaube ich, auch noch nicht gemacht. Ein Ei. Eine Karotte und Nutzpflanze 7. Tada! So, mal gucken. Bergbowl, da fehlt uns ja noch diese Kartoffel, die man, glaube ich, nur im Herbst oder Winter anbauen kann. Dafür fehlt uns die Knoblauch. Weiter Feuertopf. Erdbowl. Und dafür fehlt uns dieses Ding, ja. Die muss ich dann auch mal demnächst noch ein bisschen weiter züchten. So. Dann ab ins Brötchen. Haben wir wieder ein paar Gerichte gekocht. Spiegel ansehen. Wow, wer mehr? Du siehst so cool aus, wie du da draußen hart arbeitest. Ja, wäre nett, ab und zu mal zu hören.
vierte. Ah, morgen Mädchen, der frühe Vogel fängt den Wurm, nicht? In Ordnung, also ich gehe dann mal. Ah, dann holen wir die Tiere schon mal raus. In meine Tasche find ich die Fresh. So, du kriegst wieder ein Fläschchen. Ups. Corsa, sorry, wollte ich nicht wecken. Oh, meine Süßen. So, mal kurz die Kühe checken. So, es müsste eigentlich bald ausgewachsen sein. So, ja, Yugi und Shira. Also, wenn Vivi voll ist, dann gebe ich ihr mal. Du verdammte Ente, geh doch mal weg hier. Verschiedene Gerichte, 77 Wunder, toll. Braune, Marmor, Sternemilch kommt da rein und die andere verarbeite ich später. So, das waren Karottis. Lotti Karotti. Gibt's noch mehr? So, alles gut? Gut. Was wollte ich? Oh, Vivis Milch.
Bier. Geile Milch. Goldene Ziegenbutter. Halt. Ja. Ich muss immer wieder gucken, weil die Braunen und die Sternkühe, die sehen sich so ähnlich. Milch, Milch, Milch macht müde meine Mutter und Käse macht uns Geld in die Tasche. Hatte ich jetzt hier noch 3 Liter? Schon Goldkäse hier damit. Fünf packe ich dir in den Kühlschrank. Sieht irgendwie komisch aus. So,
Ja, Zeus wird ja auch verkauft, wenn er groß ist. Okta, Kai. Kai. Also sind unsere so zwei Sternkühe. Moment mal, wieso sind die so dreckig? Hallo Mädchen, ich habe ein neues Tier für dich. Komm mal her. Dann nenne ich jetzt einfach mal Ruffy. Hä, du hast doch gerade geschrien, du musst doch ein Ei gelegt haben. Komisch. Jo. Denn Fidschi für unseren Ah, ich habe die Blume nicht eingesammelt, oder? Shit. Hatte ich ja gestern noch vor, habe ich wieder vergessen. Mist. Bin ich von abgekommen? Käse. Ah, ist nicht so schlimm. Puh. So oft brauche ich die ja eh nicht. Wir haben unseren super Düngerstreuer hier. Hallo, wie geht's? Wenn ich dem Wasserfall zuhöre, fügen sich alle Gedanken in meinem Kopf irgendwie zu einem Ganzen zusammen. Hier bekomme ich eine Inspiration.
ich habe noch ein Süppchen für dich. So, wir haben Kater einen Fisch geschenkt, Nami eine Suppe, Rock eine Blume. Mein Käppchen. Marmormännchen in Käsemaschine. Braune Milch. So, Sternenmilch, Butter, befruchtete Eier, so muss man noch gucken, ob alles gefüllt ist, ja, sehr schön. Jetzt müssen wir uns nur noch beschäftigen, bis Garrett aus den Bergen kommt. Um 21 Uhr. Ja, gerne mal wieder so ein Aal fangen. Da habe ich erst einmal eingefangen. Hümmerchen hatte ich ja schon öfter am Meer, aber hier im Fluss diese seltenen Fische. Thank you.
Na, da hinten sehe ich ihn schon umtanzen. War ja schon allein ein Krampf rauszukriegen, was man ihm schenken kann. Der hat ja quasi am Anfang überhaupt nichts genommen. So, zwischendurch mal einen Eintrag schreiben. Oh, 5:30 Uhr. Da fange ich normalerweise auch an zu arbeiten. So sieht das Gesicht von jemandem aus, der hart arbeitet. Ist ausgewachsen. Habe ich jetzt schon Babymilch gekriegt? Ja, habe ich. Okidoki. So, Nojiko, Zeus. Ah, Zeus ist ausgewachsen. Schön, kann ich ja verkaufen.
Sehr schön. Oh, reif ist noch nix. Neunundneunzig verarbeite ich doch mal zu Dünger. Ah, schon kurz nach acht. Dann noch schnell hier nachfüllen. Tagebucheintrag erstellen. So. Ja, das war's dann wieder. Nur nicht mal eine anderthalb Stunden, aber ich hab halt noch heute keine Zeit mehr. Muss jetzt ab ins Bett. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wir haben ja immerhin ein Kälbchen bekommen, verkauft. Ein Stier ist ausgewachsen, den wir auch verkauft haben. Oder noch verkaufen werden. Und der nächste Stier ist ja auch schon auf dem Plan. Ja. Den geht's als nächstes, sobald die erwachsen und ausgewachsen sind, an die Ziegenzucht. Alles klar. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich schalte beim nächsten Mal wieder ein. Über einen Daumen würde ich mich freuen. Auch über einen Kommentar. Ist aber kein Muss. Bis zum nächsten Mal. Eure Tita Kenji. Tschüss.